Hey Leute, in meinem heutigen Video stelle ich euch meine liebsten Apps für den Sommer vor. Vielleicht habt ihr ja mega Langeweile in den Ferien oder ihr verreist und so weiter. Und dafür gibt es ein paar coole Apps, die man auf dem Handy haben sollte oder kann. Und ich stelle die euch einfach vor. Die sind natürlich auch alle kostenlos. Und ihr könnt dann auch nochmal in der Infobox schauen. Da sind alle auch nochmal aufgeschrieben. Und jetzt genug geredet, dann legen wir direkt mal mit dem Video los. Die erste App, die ich euch vorstelle, ist perfekt gegen Langeweile. Und zwar heißt sie Daily Challenge. Das heißt, es wartet jeden Tag eine Challenge auf euch und ihr könnt einstellen, ob es um gesunde Ernährung oder vielleicht um sich selbst finden, Sport und so weiter gehen soll. Also es gibt verschiedene Bereiche und dann bekommt ihr jeden Tag aufs Neue irgendeine Challenge, die ihr erfüllen sollt. Und ihr könnt das Ganze dann auch fotografieren und an eure Freunde schicken und so weiter, wie zum Beispiel gesundes Obst essen oder mehr rausgehen, so und so viele Schritte laufen und so weiter. Also das ist echt mega spaßig, weil man auch so einen großen Überraschungseffekt hat. Und ja, die kann ich euch nur empfehlen. Die nächste App, die ich euch vorstelle, ist auch perfekt gegen Langeweile. Und zwar heißt sie What Should I Do Today? Also ja, der Name ist da echt Programm. Die App gibt euch einfach Vorschläge, was ihr am Tag machen könnt. Zum Beispiel Origami üben, networken, einen neuen Freund finden, campen gehen und so weiter. Also es kommen sehr viele Sachen da drin vor, auch ganz viele komische Sachen, wo man nicht alles machen muss. Aber es sind auf jeden Fall super viele Ideen dabei und ihr könnt es wirklich unendlich lange machen und da immer tabben und neue Sachen ausprobieren. Also ja, die App kann auf jeden Fall nicht schaden bei Langeweile. Falls ihr auf einer Grillparty eingeladen seid, dann kann ich euch die App Cocktail Flow empfehlen. Da findet ihr nämlich super viele Cocktails, natürlich auch ganz viele alkoholfreie Cocktails. Oder ihr könnt dann auch nach bestimmten Sachen suchen, was ihr gerne trinkt, was ihr gerne mögt. Oder auch Smoothie-Rezepte sind da auch in der App drin. Also ja, das ist echt so die perfekte Sommergetränke-App, würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn man mal auf so einer Grillparty ist oder draußen mit Freunden chillen möchte, dann kann ein kaltes, leckeres Getränk nie schaden. Die nächste App ist wirklich eigentlich sowas, was ich nie zeigen würde, weil ich überhaupt nicht der Spiele-App-Mensch bin. Aber die App haben Freunde von mir entwickelt und ich finde sie tatsächlich echt lustig. Und zwar heißt die App Dot Smash und da muss man einfach nur so Punkte zerhauen. Also einfach immer so tabben und die Punkte zerstören und das geht dann unendlich lange weiter. Und ich glaube, weil die App so einfach ist, macht sie so viel Spaß. Also ja, wenn ihr so Spiele-Apps mögt, dann könnt ihr die gerne mal runterladen und auch meinen Kumpels Feedback geben, wie ihr die so findet. Weil ich finde sie so cool, weil sie so easy ist und dann macht es doch irgendwie süchtig. Meine allerliebste Reise-App, die wahrscheinlich auch viele von euch kennen, aber vielleicht auch viele noch nicht benutzt haben, ist Airbnb. Wirklich, ich bin der ultimative Airbnb-Reiser, weil ich es liebe, mit Airbnb Städte zu entdecken. Also gerade jetzt zum Beispiel, als ich in München war und mich noch nicht so auskannte, habe ich mir immer ein Airbnb in einer anderen Stadt bzw. in einem anderen Stadtteil gesucht, damit ich München entdecken kann. Und man lernt darüber auch so coole Leute kennen. Ich habe schon mal durch Airbnb ein paar Sneakers geschenkt bekommen. Wie cool ist das denn? Also, wenn ihr reisen wollt, dann macht es gerne mit Airbnb. Schaut euch mal die App an. Ihr findet so viele coole Apartments und es ist tatsächlich auch viel günstiger als Hotels und es hat einfach so viel mehr Flair. Die nächste App, die ich euch vorstelle, habe ich erst neu entdeckt und ich bin total begeistert. Und zwar ist das Duolingo, auch perfekt für Langeweile, wenn ihr mal eine Sprache lernen wollt. Ihr könnt damit Englisch, Spanisch und Französisch lernen und das kostenlos. Es ist wirklich sehr kindlich, würde ich sagen, aber dadurch macht es halt super viel Spaß, weil es so ganz easy ist und man jetzt nicht so überfordert wird direkt, sondern das alles so spielerisch lernt. Und ich hoffe, dass ich damit mal so ein bisschen Spanisch lernen kann, weil ich das schon immer mal machen wollte. Und ja, ihr könnt es gerne mal austesten und mir dann auch mal Feedback geben, ob ihr damit gut zurechtkommt. Und die nächste App, die ich euch zeige, habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt. Und zwar ist das die Food Guide App. Die ist wirklich super praktisch, wenn ihr irgendwo in Europa zum Beispiel auch mittlerweile unterwegs seid und nach einem coolen Restaurant sucht. Da könnt ihr dann einfach so ein bisschen wie bei Tinder so swipen nach links oder rechts, ob euch das Essen gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann wird euch angezeigt, wo das Restaurant ist, wie es heißt und so weiter. Und da kann auch jeder mitmachen, jeder kann Fotos hochladen
Und das Ganze gibt es jetzt auch europaweit. Also egal, wo ihr hinreisen solltet, ihr könnt die App austesten. Ansonsten kann ich euch auch bei Instagram immer den Geofilter empfehlen. Das mache ich total oft, dass ich da dann mit nach Restaurants suche. Also was ist gerade in meiner Nähe hochgeladen worden. Und meistens laden die Leute ja irgendwelche leckeren Essensfotos hoch. Deswegen findet man darüber auch immer gute Restaurants. Und zum Schluss noch eine App für alle Fashionistas und Blogliebhaber. Ich lese echt total gerne Blogs, habe aber irgendwie noch nicht so eine richtige App gefunden, um die alle so zu bündeln. Aber was ich echt sehr gerne mag, ist Blogwalk. Da findet ihr super viele Blogger und sehr schöne Artikel. Und ich mag es einfach, da so ein bisschen in der App runter zu scrollen und mir alle durchzuschauen. Auch eine Bloggerin, die ich sehr gerne mag, ist die Palina Pralina. Die ist zum Beispiel auch auf Blogwalk vertreten. Und wenn ihr so ein bisschen Modeinspiration sucht, dann ist die App ganz cool. Und da ist auch immer sehr viel noch zum Thema Shopping Queen. Also ich mag die App sehr gerne. Und das war es eigentlich auch schon mit allen meinen Gratis-Apps. Wenn ihr jetzt noch eine tolle App habt, die man im Sommer unbedingt verwenden sollte, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und natürlich könnt ihr mir auf Instagram folgen, da heiße ich Diana zu Löwen. Auf Snapchat diefashion100 und auf Twitter diefashion. Alles sehr chaotisch und kompliziert. Steht aber auch nochmal in der Infobox. Und ja. Genug geredet, bis dann. Tschüss!